Ich bin Alistair Lamb, verantwortlich für Vertrieb und Marketing hier bei Claas Traktor. Ich bin hier in Le Mans, Frankreich, im brandneuen Werk von Claas Traktor. Sie kennen sicher Le Mans als Heimat des renommierten 24-Stunden-Rennens. Aber hier wird auch der Großteil unserer Claas Traktoren produziert und in viele verschiedene Länder weltweit exportiert. Mit diesem 360-Grad-Film, den es auch in Virtual Reality geben wird, möchte ich Ihnen einen Einblick in die umfangreichen Arbeiten geben, die in unser hochmodernes Werk geflossen sind. Und ich hoffe, dass Sie eines Tages selbst hierher kommen können, als unsere Gäste für eine persönliche Werksführung. Auf geht's zu einem kurzen Überblick über die unglaublichen Maßnahmen, die unser Team umgesetzt hat, um unser Werk fit für die Zukunft zu machen. Der Fertigungsprozess beginnt hier am Nordende des Werkes, wo die Motoren pünktlich just in time angeliefert werden. Die Motoren werden mit dem Antriebsstrang verbunden. Danach folgt die Montage der Vorderachsen. Bei der großen Angebotsvielfalt an Modellen und Ausstattungsvarianten, die wir unseren Kunden bieten, sind nur sehr wenige Traktoren genau baugleich. Sobald das Chassis mit Antriebsstrang und Achsen komplettiert ist, kommt es zur Farbgebung, wo es gereinigt, getrocknet und für das Lackieren vorbereitet wird. Dies wird sowohl von Robotern als auch von unseren professionellen Lackierern vorgenommen. Das lackierte Chassis wird danach an unsere autonomen Transportfahrzeuge übergeben. Mit dem letzten Umbauschritt ist die Strecke bis zum Ende der Kabinenmontagelinie optimiert worden, sodass die fertige Kabine perfekt abgestimmt mit minimalem Transportaufwand zum Chassis kommt. Der Materialtrolley fährt für einen optimalen Arbeitskomfort der Mitarbeiter mit dem AGV mit. Ersichtlich ist, wie viel Aufmerksamkeit der Beleuchtung, der Ergonomie und insbesondere dem Komfort unserer Mitarbeiter gewidmet wurde. Der erste Schritt der Modernisierung war die Kabinenmontagelinie im Jahr 2008. Schon damals wurde das Grobkonzept der heutigen Gestaltung in Bezug auf Lage und Ausrichtung im Werk berücksichtigt. Mit dem letzten Umbauschritt ist die Strecke bis zum Ende der Kabinenmontagelinie optimiert worden, sodass die fertige Kabine perfekt abgestimmt mit minimalem Transportaufwand zum Chassis kommt. Am beeindruckendsten ist die Tankanlage. Während sie vorher wie eine kleine Autotankstelle aussah, haben wir nun Anlagen, um die uns die Teams des 24-Stunden-Rennens beneiden würden. Claas tankt während der Fahrt. Schließlich werden hier am Ende der Montagelinie die Räder mit Hilfe großer Roboterarme montiert. Nun sind die Traktoren bereit, den Motor zu starten und aus der Fertigung zu fahren. Doch damit nicht genug. Nach den zahlreichen Qualitätschecks in der Fertigungsstraße durchlaufen die Traktoren, direkt nachdem sie die Fertigungslinie verlassen haben, strenge, abschließende Qualitätskontrollen auf unseren Prüfständen. Ich hoffe, Sie können sich nun besser vorstellen, wo und wie Claas Traktoren produziert werden, bevor sie in die ganze Welt zu ihren neuen Eigentümern geschickt werden. Stellvertretend für ganz Claas Traktor möchte ich mich bei Ihnen bedanken und hoffe, Sie einmal hier persönlich begrüßen zu können.